Packe ich die hin hier? So. Wolfgang? Wieder da? Sehr gut. So. Tut mir leid. Oh krass, ne, es sind ein bisschen viele gerade. Ich traue mich nicht, die reinzulassen. So. Hoppala. Jetzt kommen die ganzen jungen, knackigen Burschen angelaufen. Der Ball nervt mich. Tschüss. So. Hoppala. Wollte ich gar nicht. Ja. So, jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr im Weg. Und die ganzen Soldaten. Ja, voll gut. Mega gut. Noch mehr? Kann ich noch mehr? Weil dann, die sind nämlich jetzt auch ganz schön viele. Auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrung. Komm, ich catch das mal für euch. Jetzt muss ich erstmal mit mir wieder einen Überblick verschaffen. Das war alles so panisch und auch, ich weiß, ein bisschen dumm. Aber nötig. Ein bisschen Angst, dass deren... Boah, die ziehen jetzt aber hier an. Beunruhigt mich mal wieder. Ja, schade mit dem Wunder auf jeden Fall. Wie viel habe ich jetzt? Ja, ein bisschen blöd, aber ich fühle mich jetzt sicherer einfach. Ich kann halt so ein bisschen mitmachen jetzt. Wäscht. Jetzt muss ich den Wolfgang halt nicht immer alles alleine machen lassen. Rede ich mir ein. So, hier kommen jetzt auch noch mal Häuser hin. Kann ich... Nein, ich wollte das bitte drehen. Hier nehme ich noch mal so ein kleines Vorörtchen. Oh, wo hast du den Ball her? Ich habe den doch weggeworfen. Verdammt. Das hat nicht funktioniert. Ja doch, ist okay. Machen wir irgendwie so. Ja, ich weiß. Tja, nicht schön. Mal wieder nicht schön. Komm, wir lassen jetzt mal die Leute hier rein. Bitte alle bereit machen. Kommen alle. Mhm. In der Theorie müsstet ihr eigentlich trotzdem alle schnell genug sein. Zumindest. Bist du schwanger? Nee, die hat Sachen. So. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, ja, eingelassen zu werden. So. Entfesselt die Wut der Winde mit dem Orkan-Epos. Aber nicht jetzt, ne? Oh, da hinten. Ah, okay, wir haben schon wieder jemanden bekehrt. Voll gut. Die, boah, aber es macht mich schon ein bisschen nervös. Oh, was ist los? Oh, bitte nicht. Scheiße, der macht's wirklich, der Penner. Bitte nicht? Fragezeichen? Oh mein Gott. Du Penner. Macht er mir jetzt alles kaputt? Krass. Boah. Ist das krass. Bleibt das Gerümpel jetzt hier liegen? Oh, wow. Oh mein Gott. Ja. Schönen Dank auch. Ja, das glaube ich. Okay. Bekehrter Baumeister. Gut, aber der kann das ja auch nicht. Bekehrter Baumeister. Ständig einsetzen. Wir brauchen definitiv auch noch mal ein paar Gläubiger, dass ich auch die Wunder noch einsetzen kann. Also wenn die mal noch mal hier rumstehen kann. Minenarbeiter, ja, ihr habt alle nichts zu tun, ne? Ich
verstehe das schon. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Okay, wir machen das anders. Jawohl. Zu Befehl. Wir lassen die jetzt rein. Und ich versuche die platt zu machen. Bekehrter Gläubiger. Okay, stopp. Abmarsch! Greift an! Die machen uns fertig! Nein. Auf in den Kampf! Ich will das offen lassen, damit die Leute halt, für Erz sammeln können und so rausgehen können. Ihr wisst schon, ich hoffe, es war nicht dumm. Wir werden euren Tod rächen. Ich töte meine eigenen Leute, wenn ich das mache. Puh, Kacke. Hier ist noch einer über. Könnte mal jemand. Okay, cool. Ich kann keine rekrutieren. Wollt ihr alle rausgehen vielleicht mal? Bekehrter Brüter. Nee, ihr sollt ja Erz sammeln gehen eigentlich. Das war jetzt so meine Theorie. Gibt es kein Erz mehr auf der Insel oder was ist das Problem? Bekehrter Brüter. Ihr bringt Sachen mit, das ist schon mal nett. Kommt schon, ihr seid doch schnell genug, oder? Ich weiß echt nicht, es ist alles überhaupt nicht mehr strategisch. Ich meine, ich kann nie behaupten, dass ich... Ich habe es immer versucht, mit Strategie zu arbeiten. Kommt schon. Ich würde gerne das Tor zumachen. Ja, super. Kann uns mal bitte jemand wegholen. Bleib zusammen für die Ehre. Hat Wolfgang schon dickere Muckis gekriegt? Er hat schon dickere Arme gekriegt, seht ihr? Oh, voll gut. Gut, wir haben Essen, wir haben Erz. Wow, das sieht doch gut aus. Ach, die sind alle von draußen reingekommen, kann das? Gut, Holz. Bekehrter Förster. Bauer. Gläubiger. Bekehrter Gläubiger. Je mehr ihr mich anbetet, umso mehr kann ich die anderen abfackeln. Ist das nicht was Feines? Ah, gut, Holz dürften wir eigentlich auch keine Probleme mehr haben. Aber Minen gibt es hier auch absolut nicht, oder? Sieht doch eigentlich ganz gut aus gerade. Wir müssen zwar klar die Sachen jetzt wieder aufbauen, aber... Vom Prinzip her. Das machen wir jetzt mal eben. Na gut, die brüten natürlich jetzt auch dann nicht weiter, wenn keine Unterkünfte da sind. Oh, das Haus haben sie komplett abgerissen. Das ist natürlich prima. So. Ach, Wolfgang. Du bist voll gut. Ja, der sieht jetzt ganz anders aus, ne? Krass. Er strahlt in einem hellen Licht. Gib mir das. Die Häuser müssen aufgebaut. Upala, blöd. Die Häuser müssen aufgebaut werden, damit die Leute wieder ein Dach über den Kopf haben. Das war ja echt krass. Aber es war mal krass irgendwie zu sehen, aber auch einfach mega unfair. So, Häuserchen. Dann bauen wir das doch nochmal wieder auf. Die Villen. Die Schönen und Reichen trifft zuerst. Diesen Weg einmal wegmachen. Wieder mal ein bisschen impressen, ne? Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Bist du eine Frau? Dann brüte gefälligst. Bekehrter Brüter. Nicht heulen, beten. Oh Gott, da ist jemand gestorben. Ich bin so nett. Ah, okay, die bauen das wieder. Das ist schon mal gut. Ich helfe aber mit. Und zwar, niemand will hier das Erz.
Aber es war doch wirklich ganz gut, dadurch, dass ich die Leute rausgeschickt habe und die jetzt wiedergekommen sind. Behaupte ich jetzt mal. Ist das wieder aufgeräumt oder also fertig? Also, ich würde gerne... Die scheiß Kreatur ist schon wieder da. Ich flipp aus. Warum liegt der dumme Ball da? Ich will das nicht. Warum habe ich ihm den scheiß Ball gekauft? So. Ja. Ach, das könnte... War es kaputt? Nee, ne? Alles gut. Witzigerweise geht es uns besser als jemals zuvor. So, bitte noch ein paar Jünglinge. Ja, sag mal, wie... Oh, mein Feld ist hier auch weg. Auch nett. War das doof? Also sagt mal, wie fandet ihr das jetzt? Das war jetzt irgendwie... ich weiß. Das war jetzt überhaupt nicht clever oder so. Ich dachte, ich hätte da irgendwie eine Strategie, aber hatte ich einfach nicht. Aber an sich geht es uns ja jetzt doch gar nicht so schlecht, ne? Die Sachen laufen eigentlich auch wieder hier. Die muss noch... Hier noch mal ein bisschen Holz, dass die Schmiede wieder fit ist. Die ist auch wieder fit. Haben wir doch eigentlich ganz gut weggesteckt, oder? Ich weiß nicht, wie es hier oben aussieht. Okay, der Tempel ist noch nicht wiederhergestellt. Okay, hier sind, fehlen auch noch Häuser. Diese Wege stören manchmal ein bisschen, aber ich glaube, da komme ich gar nicht. Doch, da komme ich dran. Aber an sich hätte es schlimmer sein können, oder? Ich meine, ich will nichts darauf beschwören. Das wäre es ja noch. So, wir brauchen definitiv aber nicht so viele Brütermänner. Die habe ich natürlich jetzt einfach da zugemacht. Bekehrter Veredler. Ich weiß nämlich gerade nicht. Knutsch. Das ist das nämlich. Wir brauchen eigentlich nur Frauen als Brüter, weil die Kerle, die machen Bekehrter auch so mit. Veredler. Wenn ihr wisst, was ich meine. Los, wir brauchen tapfere Soldaten. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. So, gut. Gut, 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 gut. Du tust etwas, das ist auch gut. Müssen wir mal die Erzklumpen hier einsammeln. Der Schirm leuchtet ja so. Boah, guck doch mal, was für eine Kante der geworden ist. Bodybuilder Wolfgang. Wie geil. Dieses Blut steht ihm eigentlich echt gut. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine gute Mischung, oder? Ich habe dem ein paar Sachen halt aus dem Leib geprügelt, dass er das nicht mehr machen soll. Aber an sich, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt. Okay, hier hinten ist irgendwie noch keine große Action. Was können wir denn da hinmachen? Die Häuser sind auch bald aufgebaut. Hier unten haben wir, ja gut, hier haben wir halt noch die kleinen süßen Häuserchen. Die Provinz, die kleine Provinz. Was könnte euch denn noch fehlen? Also ich könnte euch theoretisch noch eine Taverne liefern, aber weil hier hinten ist ja noch nicht so das Highlife, obwohl es ja da auch so einen Speicher gibt. Naja. Naja, 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 da kommen auch schon wieder neue. Ich finde es echt krass, dass deren Kack-Kreatur da auch schon wieder in... wieder aufgestellt ist, in Haltung gebracht. Gut, wir kriegen wieder Kinder. Ich denke mal, wir müssen die Stadt noch weiter ausbauen. Also, ich würde mir das hier gerne, so doof es jetzt klingt, eigentlich so ein bisschen als Schlachtfeld vorbehalten, damit ich einfach Platz habe. Ich weiß nämlich gerade nicht, wenn ich jetzt hier die Häuser hinbaue, dann habe ich da hinten das Theater, aha, sehr gut, dass ich dann meine Bürger da platt mache. Also, deswegen würde ich sagen, baue ich hier hinten noch mal ein paar Wohnhäuser hin und habe da vorne so ein bisschen meine Ruhe. Komm schon. Hm? So.
Wir haben eine Stadt erobert. Ach, mega gut. Es läuft doch. Wolfgang macht ein Nickerchen, das ist okay. Die wollen nämlich jetzt langsam mal rein. Aber wenn die hier vorne stehen, dann kriege ich das vielleicht sogar mit meinen Soldaten alleine hin, oder? Obwohl, wenn die Kreatur... Ja, das hat sich vorhin, die Kreatur hat sich vorhin ja auch ziemlich viel Zeit gelassen. Ich warte nochmal. Ich warte, bis morgen ist. Der Wolfgang soll sich ruhig mal ein bisschen erholen. Alles vollgestellt, auch total behindert. Und dass die Leute, dann kann ich vielleicht nämlich, wenn der Wolfgang wieder ein bisschen fit ist, die Leute rausschicken. Wo ist denn die andere Stadt, die wir erobert haben? Da vorne. Okay. Voll gut. Wie sieht's aus? Was haben wir? 281.000, ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich das ein bisschen besser im Griff. Ich muss mich so gesehen nicht immer... Okay, kann ich sagen, nein, will ich nicht? Dann warte ich nämlich nochmal, bis wir ein paar mehr Blagen haben. Die alle nicht in den Kindergarten gehen. Aber ein Glück, dass wir das haben. Wollt ihr irgendwas? Ja, was ist denn das? Ein Brunnen. Den bauen wir hier hin. Mit dem bisschen Erz, was ihr hier hinten habt. Nicht fertig geworden. Aber dafür haben wir hier eigentlich ziemlich viel. Ach, Wolfgang, du bist wieder wach. Brauch Erz. Was eine Kante. Und der ist auch viel kräftiger jetzt als der andere. Ich glaube, den lasse ich jetzt nochmal gegen den antreten. Eigentlich wollte ich ja ein guter Gott sein, aber manche Sachen können ja auch einfach nie angehen, ne? So, was wünscht ihr euch? Ihr wünscht euch Laternen. Oh, wirklich? Aber ihr habt einen Moment. Es sind null Kinder. Na gut. Nee. Okay, ihr wollt Laternen. Gut, dann geben wir euch das mal. Damit ihr auch mal ein bisschen was seht. Kleben. Was wollt ihr kleben? Bisschen hier an den Wegen. Nein, nein. Weg. Irgendwie ist das doof hier. So. How looks it out? Oh, wollte ich eigentlich nicht, egal. Wir können auch kleinere Truppen gebrauchen. Kein Problem. Was ist das? Wirklich? Waffenkammer. Ich kann das immer nur mit meinem Eindruck kaufen, alles, ne? Ja. Werkstatt. Was macht die Werkstatt? Oh, 50.000. In der Belagerung werden mächtige Belagerungswaffen hergestellt. Ach nö, das muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Ich habe noch kein Gefängnis. Braucht scheinbar auch keiner. Ein Schwimmbad, 100.000. Ach, ich möchte eigentlich nichts mehr kaufen, ihr wisst schon. Ich will jetzt endlich mal das doofe Wunder haben. Amphitheater, das ist natürlich auch geil. Alles haben. Okay, Wolfgang, bist du bereit? Ich würde jetzt nämlich nochmal das Tor aufmachen. Und deswegen musst du dich jetzt hier bereit machen, dass die Leute reinkommen können. Hier vorne zumindest. Sind die tot schon? Nein. Gut. Abmarsch! Vorwärts! Jawohl! Okay, scheiße. Okay, Wolfgang. Mach den platt. Ich bin bereit. Auf die Mauer! Nein! Los, Jungs! Los, Jungs! So, Tür zu, damit die da hinten nicht auch noch reinkommen. Ich helfe dir auch noch ein bisschen. Oh, shit! Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Die drei.
Würdet ihr bitte... Okay. Jetzt kann ich nämlich mitmachen. Aber leider... Oh. Es ist so schwer. Wow. Nein! Ein dunkler Tag für unser Volk. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Okay. Ihre Bestie scheint die Schriften zu kennen. Wie ist das möglich? Verteidigt unsere Ehre! Ich glaube, ich hau meine eigenen Leute aber auch, oder? Ich weiß nicht. Yippie! Oh, der heilt sie alle. Das machst du sehr gut, Wolfgang. Ich bin sehr stolz auf dich. So. Bereit. Bleib bei mir! Gut, das hat doch gut geklappt. Ich glaube, ich konnte aber trotzdem keine Leute rauslassen. Bist du böse, Wolfgang? Mach mal ein bisschen freien Willen hier. Oh, der hat absolut keinen freien Willen mehr. Er ist eine Maschine. Krass. Ja gut, deswegen darfst du dann... Ich habe leider scheinbar vergessen, die Leine abzunehmen. Das war ich nicht. Was hast du nun davon? Travis Teruya, Todesursache erstochen. Wirklich? Ist das wirklich so? Ich würde die Tore ja... Komm, es sind nicht so viele da. Wir machen das jetzt nochmal. Ich würde die nämlich gerne, dass meine Leute mal raus können. Los! Bleib bei mir! Ich bin bereit.